Willkommen zurück zu Batman Arkham City. Wir waren hier zuletzt stehen geblieben beim alten Schneemann. Wo ist er denn? Hier am Boden sitzt er. Wir nehmen jetzt eine Quest von ihm an. Wir können nämlich noch mit ihm reden. Bitte, finde meine Frau. Mach ich doch. Der alte Schneemann hat's verdient. Ich glaube, ich muss Mr. Freeze nicht vorstellen. Ihr kennt alle Mr. Freeze. Und wir haben auch was von ihm bekommen, nämlich diesen Freeze-Schuss. Damit können wir auch Gegner einfrieren, auch während dem Kampf. Sehr nützlich, kann ich euch sagen. Ich wollte aber eigentlich... Ich glaube, ich... Wo muss ich denn schon wieder... Oh, hallo Ridley, warst auch schon wieder hier, hä? Ich muss zur Hintertür raus. Denn ich möchte nämlich seine Frau holen und zu ihm bringen. Denn er hat's verdient, der alte Schneemann. Und deswegen machen wir das. Aber vorstellen muss ich ihn wahrscheinlich nicht. Also da, den kennt ihr. Jeder kennt Mr. Freeze. Für alle die, die ihn noch nicht kennen. Okay, dann werde ich gestalkt. Mein Gott, unser geheimnisvoller Anrufer hatte recht. Es ist offenbar tatsächlich Batman, der das Gebäude verlässt. Ach, wirklich? Hallo Gotham, ich bin's. Ich fürchte, Miss Vale wird in Kürze nicht mehr auf Sendung sein. Warum? Wir entschuldigen uns für diese Störung. Okay. Wir wurden getroffen. Wir stürzen ab. Mayday! Mayday! Wenn uns jemand hören kann, wir... Ja, ist sehr gut synchronisiert. Man wird abgeschossen und jemand sagt... Mayday! Mayday! Ja, nee, ist klar, Mutter. Okay, wir gehen mal hier. Ah, zack! Hallo, Gotham? Ich weiß nicht, ob er mich hören kann. Mein Nachrichtenhubschrauber wurde abgeschossen. Wir sind irgendwo in West Arkham abgestürzt. Ich glaube, ich sehe das Gerichtsgebäude. Wir brauchen Hilfe! Ich sitze hier fest und stecke mitten in etwas, das wie ein Bandenkrieg zwischen... Der Teufel war das! Da hinten sind... Snipes. Dann... sich die Insassen uns nähern. Meine Güte, bitte, wenn ihr uns hört, schickt Hilfe! Okay, wir kloppen hier mal ein paar zusammen. Das kann doch nicht wahr sein, dass... Hier spricht Vicky Vale. Helft mir! Bitte! Hilfe! Ich glaube nicht, dass die uns hören, da drüben. Oder sehen können. Dann geben wir uns mal die zwei... Ich kann sie nicht sehen! Zwei Knalltypen. Joker will die Reporterin töten. Ja, Hilla. Okay, ich versuch's. Ich hab einfach... Hau mal die Fresse, Jungs. So. Ihr habt gehört, Dini Towers. Das ist nämlich auch ein Easter Egg. Mark Dini ist der Mensch, der Batman The Animated Series geschrieben hat. Und er ist auch der Schöpfer von... der Schöpfer von Harley Quinn. Wovon redest du? Vor die Animated Series. Als ob ich es nicht schaffen würde, dieser nervigen Reporterin in den Schädel zu ballern. Gab es Harley Quinn nicht? Was bist du eigentlich, Penn mal, du hässlicher Kopf. So, gute Nacht. Eine schöne Joker-Plakette hat er an. Ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. So, jetzt muss ich die alte die Tussi holen. Die den Bereich von Südosten her gesichert haben, verschwunden. Vom Dach des Kirchengebäudes hört man nichts mehr. Entweder wurden sie alle abgezogen oder ausgeschaltet. So, come on. Wenn Sie mich hören können. Hier spricht Vicky Vale. Hallo. So, ich komme einfach von hinten. Komische Reporterin da. Zerrissenen Strümpfen. Ja, ja. Hätte er wohl gerne. Du solltest hier in Sicherheit sein. Bleib hier und zieh den Kopf ein. Bekomme ich vielleicht ein Exklusivinterview? Willst du Gotham erzählen, was mit deinem Gesicht los ist? Nee. Nein. Hier bleiben und leise sein. Oh, Jervis! Man doch nicht mit so einer netten Reporterin, Bats. Was willst du? Mit wem redest du da? Siehst du, was du getan hast? Die arme Frau ist ganz durcheinander. Irgendwie verständlich. Ich meine, sie hatte gerade erst einen schrecklichen Unfall. Oh, man. Der Joker. Den du verursacht hast. Was fällt dir ein? Ich habe nie... Ach, was? Egal. Ja, okay, ich war's. Ich musste sicherstellen, dass Harley und das Heilmittel unbeschadet zu mir zurückkommen. Wenn du ein braver Junge bist, heb ich vielleicht was für dich auf. Es mag seltsam klingen. Aber ich bin sowas wie deine letzte Hoffnung. Hat er recht. Okay. Nun, Gotham, wie es aussieht, bin ich fürs Erste sicher. Jo. Ich wurde soeben von Batman gerettet. Er hat mich... Da ist wieder so ein Stalker. Gehen wir mal besuchen. Hey, Stalker! Hallo!
Na, Chef? Ich beobachte dich schon seit langer Zeit, Batman. Auch schon beim Schlafen oder so? X. Wenn man dann alles zusammenfügt, kriegt man dann am Schluss ein Dings. Das ist aber dann eine andere Mission, die mache ich jetzt nicht. Habe ich eigentlich alle Titanium-Tanks kaputt gemacht? Das weiß ich gar nicht. Mission. Kann mir jemand helfen? Riddles Geisel, das interessiert mich nicht. Gute Neuigkeiten, Master Bruce. Ich glaube, wir kennen das Heilmittel nun. Mr. Fox hat genug davon. Ja, genau. Er arbeitet bereits an einer größeren Menge für die Bewohner von Gotham. Batwing wurde gestartet und dürfte schon sehr... Ja, klar, Murat. Tiger Zentrale, hier Air Tiger 7. Wir nähern... Das ist der Identity Thief? Was ist denn das? Hey Batman, hörst du mich? Hier spricht Officer Jones aus dem Museum. Okay, der hat auch was für uns. Aber es sieht so aus, als hätte ich die Bane Quest gemacht. Das heißt, wir gehen da mal zuerst noch zum alten Titanium-Schlürfer. Titanium. Venom-Schlürfer natürlich. Und glaube ich. Hat da irgendjemand eine Waffe außer sowas? Freeze und Batman haben drüben beim GCPD-Gebäude gekämpft. Es klappt. Bumm! Und will jemand mit mir kloppen? Hallo? Zack, und du kriegst ins Gesicht. Ich liebe es zu prügeln. Hässlich. Wie die Nacht. Und hässlich. Und zack, und. Und zack, und du vergisst es mal. Und zack, und zack, und zack. Ja, nee, ist klar, Mutter. Wohin soll ich zuerst schlagen, Fledermaus? In dein Gesicht, Bam. Ja, nee, ist klar. Ja, nee. Ach komm, du blöder Klatschkopf. Zack, und zack, und. Und bumm! Fett in die Fresse, so. Ich geh mal zum alten Bane rein. Bane, ich komm dich besuchen. Der hat seine Maske abgezogen. Warum? Ich weiß es nicht. Ich geh mal den alten Venom-Schlürfer besuchen. Ich glaube, ich hab mein Teil der Quest erfüllt. Wenn er noch da ist. Hallo? Nicht? Hab ich einen vergessen? Sieht wohl so aus. Okay, ich habe noch nicht alle zerstört. Ich glaube, ich bin aber noch nicht an alle rangekommen. Das heißt, weniger gut. Aha, ja, das ist der letzte. Okay, der alte Venom-Schlürfer ist noch nicht da. Dann gehe ich jetzt aber meinen originalen Plan verfolgen. Ja, ist mir nicht gesagt, egal, Joker, ob du mich bestalken willst oder nicht. Ich will jetzt nämlich da, steht dir da diese Tür dort, da will ich rein. Und, ich muss euch noch was sagen. Dass wir sehen, kommt an uns keiner ran. Mit diesen Scharfschützengewehren könnten wir von hier oben alles abknallen. Wir können froh sein, dass wir sie haben. Ich habe gehört, dass Batman die Jungs mit Jokers letzter Lieferung abgefangen hat. Ja, ich weiß, Joker klang total angepisst. Er will Batman tot sehen. Ich muss diesen blöden Snipper holen. Ja, wenn Batman auftaucht, gehört er mir. Mann, ist das hier kalt. Wem sagst du das? Erinnerst du dich an einen Winter, der so war? Du weißt schon, als du klein warst. Ach, jedes Jahr wird es etwas kälter. Ich glaube, da ist Freeze schuld. Der mag es kalt. Wette, der kühlt den ganzen Planeten runter. Mir hat's schon gereicht, die paar Blocks zu fahren. Hey, komm mal, Junge! Und auf Wiedersehen. So. Ich mein, findest du, dass sie gut aussieht? An diesem Ort sehen sie alle gut aus. So. Mann, mir wird einfach nicht warm. Jetzt halt dein Maul und bleib wachsam. So. Dieses Schiff hier werde ich später nochmal besuchen. Hier seht ihr eine Luke. Hier komme ich aber noch nicht rein. Und hier, das brauche ich diesen Freeze-Schuss, damit ich mir eine Plattform machen kann. Uah. Zum Teufel, wen muss ich killen, um was zu fressen zu kriegen?
Weil sonst kommen wir nicht daran. Es ist Batman. Ja, war Batman, du musst mich nur erwischen. So, und jetzt gehen wir hier mal zur Tür rein und sagen mal guten Abend. Oh, es ist weg. Ja, das Zeug hält auch nicht so lange. Wir gehen jetzt mal Onkel Freezys Frau suchen und dann gehen wir immer noch zum Joker, denn der läuft uns ja nicht davon. Es wäre ja nicht so, als wäre er irgendwie in mehrere Teile aufgeteilt. Nee, der hockt denn da einfach so rum. Und vielleicht seht ihr da ganz viel. Wir entscheiden, wie der mir den Eiswürfel behalten darf. Ich will sie, ich bin dran. Sonst bist du immer dran. Okay, jeder ist mit Schere, Stein, Papier. Ich glaub, kann man das zu dritt überhaupt spielen? Geht das? Das geht, na komm, machen wir es. Okay, wir haben da ganz viele Leute. Ich glaub mal zuerst den Batman-Orden leben. Und zack und zack und zack und zack und zack. Kannst du schön knicken, hässlicher Bumm. Damm und zack und bum 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 bum. Zack und zack. Und zack und zack, zack und zack und bist ein Hurra, zack und Hurra, bumm und kannst du eine Kugel aufweichen? Ah, der Hässliche mit seinem blöden Schild. Und du bist Boom. Du bist hässlich! Was geh mal weg! Jetzt? Das will ich machen! Ja, und du kriegst in die Fresse von mir! Ja. So! Wichsgesichter. Nora ist in Sicherheit. Ich sollte Freeze schnellstmöglich Bescheid geben. So. Das war's mir wert. So. Wo liegst du schön da? So, Stufenanstieg. Kann ich mir irgendetwas kaufen? Ja. Sonst gibt's ja eigentlich nicht viel zu kaufen mehr. Gezielter Freeflow, was ist denn das? Aha, der hätte ja nicht das kaufen wollen, aber naja. Man kann nicht alles haben, oder? Okay. Wir gehen zurück zum alten Schneemann. So. Das ist der alte Anstaltsleiter. Ich dachte, der sei jetzt Bürgermeister. Dem hat Strange es geschafft, den Bürgermeister von Gotham hier einzubuchten. So. Zack. Wo ist schon wieder der Elektro-Ding? Huh. So. Sag jetzt nicht, der alte Freezy hat das zugemacht. Ah. Hinten. Ja, muss da auf der anderen Seite rein, weil der alte Schneemann das alles zugesperrt hat. Ja, dann gehen wir halt auf die andere Seite. Ich muss hier sowieso einen kleinen Schnitt machen. Wir haben Leute gekloppt. Da sehen wir uns im nächsten Part von Batman Arkham City. Auf Wiedersehen.